Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Beyond. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll heute. Wir haben in Abstimmung. Nein, doof. Wir haben uns dazu entschlossen, noch wieder neue Mods auf den Server zu bringen. Ursprünglich wollte ich den Server auf die neueste Beyond-Version updaten. Das habe ich erstmal zur Seite geschoben, weil wir haben mittlerweile einige Configs verändert und ich muss jetzt nochmal genau nachschauen, welche das waren, bevor ich das Server-Update mache. Trotz alledem haben wir neue Mods draufgebracht. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier das Fenster rüberziehen. Und zwar eine Mod hat mit den Bäumen zu tun. Und zwar ist das dieses Fast Leaf Decay, dass die Blätter schneller decayen. Das war auf Wunsch von Wolle. Dem bin ich sehr gerne nachgekommen, auf jeden Fall, weil es schon sinnvoll ist, das da ewig zu warten. Warum ist hier Wolle drin? Macht meines Erachtens nach nicht wirklich viel Sinn. Eine weitere Mod ist Avaricia. Einige von euch werden sie kennen, andere wiederum nicht. Avaricia fügt ein neues Crafting-System hinzu. Mit einem 9x9 Crafting-Feld, worin man sich dann, so wie hier dieses Sword of Cosmos zum Beispiel, machen kann. Das hat Infinity Attack Damage, das heißt, das hat unendlich Attack Damage. Dafür braucht man einige viele Sachen. Ich meine, hier so ein Block of Emerald ist nicht weiter wild, aber wenn ich mir hier so eine Iron Singularity angucke, kann ich mir das hier angucken? Nee, kann ich leider nicht. Das sind, ja, ich kann es gar nicht sagen, wie viel. So ein Neutronium Ingot, so ein Infinity Ingot. Na, also wenn ihr euch das anguckt, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht sehen kann, wie viele diese Singularities haben. Das sind auf jeden Fall Millionen von Blöcken, die man da braucht. Also das ist wirklich absolutes Late Game. Sehr coole Mod, wie ich finde. Die werden wir auf jeden Fall dann im sehr viel späteren Verlauf des Spiels mit angreifen. Dann haben wir mit draufgebracht, auch auf Wunsch von Wolle, ein Morph-Mod. Wie ihr seht, ich habe dieses Schaf jetzt gekillt. Da entsteht jetzt so eine Seele. Wenn ich die mir jetzt hole, dann könnte ich mich jetzt... Ich habe mir auch gar nicht geguckt. Ich glaube, genau, wenn ich aufs Fragezeichen drücke, kann ich mich dann in ein... Mal gucken, wie ich das wechsle. Ah, okay. In ein Schaf verwandeln. Was gerade sehr gut geklappt hat. Zack, und jetzt bin ich ein Schaf. Ein fliegendes Schaf. Sehr lustig. Sehr geil. Das ist mal glatt ein Screenshot wert. Im Prinzip bewirkt diese Mod, dass ich im Prinzip alle Eigenschaften der jeweiligen Kreaturen, die wir töten und wo wir uns holen, einnehmen. Das heißt, wenn ich mir einen Creeper reinziehe, kann ich mich auch selber in die Luft sprengen und töten. Sehr coole Mod. Ist für uns, denke ich mal, nicht sehr interessant.
Mal gucken, ob man das mal nutzen kann. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Dann eine Mod, die habe ich jetzt ohne Absprache einfach mit dazu genommen. Not Enough Wands. Ich hatte ja neulich schon mal vor einigen Folgen nach dieser Swapping Wand gesucht. Die macht im Prinzip nur, die macht hier, fügt neue Wands hinzu. Und finde ich sehr cool. Also hilft manchmal auch sehr beim Bauen, gerade diese Swapping Wand. Finde ich sehr nice. Dann haben wir eine Mod dazu genommen, mit der möchte ich mich heute mal ein wenig beschäftigen. Und zwar ist das Project E. Die haben wir, oder die habe ich mir im Prinzip gewünscht, genau wie die Avaricia Mod, weil ich diese beiden Mods später zusammen verwenden möchte. Und weil ich finde, hier sind auch einige coole Items drin, die uns vielleicht helfen könnten im alltäglichen Arbeiten hier. Und wir werden jetzt einfach mal damit anfangen. Und zwar möchte ich als erstes diesen Dark Matter Pedestal bauen. Und dafür müssen wir einiges herstellen. Ich weiß nicht, ob wir dafür alles haben. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Dark Matter, Block of Diamonds. Okay, das ist easy. Press C to open a crafting grid. Okay. So, mal gucken, ob wir das weiter verwenden können. Mit Kohle. Okay, das scheint ganz gut zu gehen. Dann brauchen wir diese. Das war, glaube ich, so, genau. Machen wir uns auch mal ein ganzes Stack von. Oder dann bleiben dann 17 übrig. Und dann machen wir uns die. Da bleiben dann 4 von über. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Komm, machen wir noch ein. So. So, dann haben wir einen über. Und dann machen wir das mal so. Dann haben wir 16 nochmal. So, haben wir 20 Stück von den Dingern. Die müssen wir jetzt mit einem. Okay. Mit einem Block of Diamond. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir 32 erstmal. Die. Zwei nur. Boah, das ist ja mega teuer. Da brauche ich auch wieder diese Dinger. Boah. Halleluja. Shit, jetzt habe ich den Ball weggeschmissen. Wie heißt denn das Vieh? Stone. Davon machen. Machen wir ein paar Stacks hier.
Der klebt, er hängt. Okay. So, das weg. Die da rein. So, mal gucken, was wir rauskriegen. 1, 2, 3. Das ist nicht viel. Sechsundfünfzig. Kriegen wir nur 7 Stück von raus jetzt. Wir brauchen alleine schon mal. Warte mal, wir fangen mal mit den Dingern in der Mitte an. 1, 2. 3 weitere brauchen wir. Bin gerade im Überlegen. Ob das... Ich habe kein Obsidian hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich einen Plan von dieser Project E Mod. Ich weiß da nur sehr, sehr oberflächlich drüber Bescheid. Wir werden uns da trotzdem mal ein bisschen mit beschäftigen. Na, super. Hä? So, bauen uns mal hier so ein komisches Table. Genau, da kann ich so ein Buch reinschmeißen. Das ist so ein Tablet. Hier kann man, glaube ich, Sachen mit EMC reinschmeißen. Das heißt hier, EMC ist quasi so ein Fuel-Wert. Genau, jetzt habe ich hier ein Cobblestone reingeschmissen und jetzt haben wir hier 64 EMC drin. Und wenn ich hier jetzt sowas reinschmeiße, habe ich 500 EMC. Je nachdem, was ich an EMC habe, kann ich, glaube ich, Entschuldigung. Kann man da, glaube ich, dann diese Dinger hier rausholen. Genau, richtig. Das heißt, wir müssten hier EMC reinfüllen. Und dann können wir diese Dinger hier rausnehmen, ohne das war unendlich viel Kohle. Oder wir machen diese Dark Matter Balls. Das ist, glaube ich, geschickter. Was hat denn viel EMC? Das hat 8. Wovon haben wir denn ganz viel? Ein Stack hat 138.000. So, jetzt können wir... Ach, da steht 139.000 EMC. Mal kurz gucken. Das hat 128 EMC. Okay, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, das ist besser, als wenn wir das von Hand machen.
Können wir einfach mal Kohle da reindonnern. Dann kann ich einen einzelnen da rausnehmen. Kann doch nicht sein. Dafür brauche ich 139. Ah, okay, ich verstehe. Ich hab's gecheckt. Schmeißen die da einfach mal mit zu. So, jetzt müsste ich da. Genau. Ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Was hat denn noch einen hohen EM? Hier, Zyanid. Zyanid. Zyanid haben wir ordentlich. Okay, jetzt haben wir die da wieder reingeschmissen. Was hat denn zum Beispiel Diamond für einen EMC-Wert? 73.000. 8.000 für einen Block. 73.000. Was hat Iron? 2.300. Ein Stack hat 709. Ich meine, wir hätten die Diamanten ja sowieso dafür verdonnert. Wir nehmen uns einfach mal raus, was wir rausnehmen können. Brauchen wir den ganzen Kram nicht von Hand craften. Mhm. Einen lassen wir mal drin. Und dann brauchen wir noch mal drei davon, haben wir gesagt. Okay, dann haben wir nämlich schon mal die Mitte. Und dann brauchen wir dieses Alternate Fuel. Genau, dafür brauchen wir dann wieder. Haben wir vier Stück davon. Wo ist denn hier unser? Nehmen wir mal einen davon raus. Schmeißen den da rein. Dann haben wir den das geleert. Ach nee, hält. So, machen wir das so. So, und dann müssen wir das Ding mit EMC füttern. Oh, was hier an Mücken rumfliegt. EMC 16.000. Was hat denn noch viel EMC? $16.000 für Emeralds. Wir haben 115 Emeralds. Wir können ja mal schauen. 68. Das hat alles kaum. Ja, die Dinger. Die braucht sowieso kein Mensch. Schön mit Saphiren füttern. Weg damit. Zack. Zack, gleich mal ein Stack gemacht hier. Und gleich wieder nachfüllen. Wie geil. Endlich hat man mal eine Verwendung für Saphire. Coole Geschichte. Bam. Lass dir schmecken. Genau, wir brauchen aber noch die Bällchen hier. Oh yeah. Das geht ja doch besser als gedacht. Davon brauchen wir.
Stück. Sehr schön. Und dann können wir das Pedestal bauen. Sehr schön. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Watch of Flowing Time. Die braucht eine Clock. Das ist kein Problem. Obsidian, Glowstone. Ich habe kein Glowstone. Klar habe ich Glowstone. Zack. Okay. So, und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ja, wofür macht er das, dieses elendig teure Rezept? Ich kann es euch sagen. Und zwar möchte ich das ganze Teil hier hinstellen. Dann mache ich, kann man hier schön Shift-Rex-Kling machen. Dann sagt er hier Control-Mode-Set Fast-Forward. Rewind off fast forward. Das möchte ich haben. Dann lege ich das ganze Ding da drauf. Und wie ihr seht, der geht hier ganz genüsslich. Jetzt machen wir hier einen Klick. Und seht ihr das, wie schnell der Cookofen läuft? Geht das hier oben auch noch? Nee, dafür geht das nicht. Seht ihr das? Ich hole mir mal ein paar Blöcke Iron. Seht ihr das, wie schnell der durchläuft? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist mega geil. Alleine dafür hat sich dieses mega teure Rezept, finde ich, auf jeden Fall gelohnt. Diese Uhr, damit haben wir jetzt die Möglichkeit, bestimmte Maschinen ja, von der Geschwindigkeit her zu beeinflussen. Man sollte nicht zu viele von den Dingern verteilen, weil das fängt dann irgendwann mega an zu laggen. Aber wie gesagt, alleine das ist es mir schon wert hier, weil das dauert ewig sonst. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. Einstieg in eine neue Mod. Ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen, auch wenn es ein bisschen holprig war. Wie gesagt, auch wenn ich mir Project E gewünscht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das woanders gesehen. Ich kenne mich nicht wirklich mit der Mod aus, aber ich finde sie cool. Das Geile ist, ich habe jetzt hier mit Project E, hätte ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier einen Diamanten reinschmeiße, und das finde ich ist so mega geil. Jetzt nehmen wir hier mal ein paar von unseren Rubinen raus. Stopfen die da rein. Und ich kann einfach Rubine gegen Diamanten tauschen. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Mega OP diese Mod. Das soll natürlich hier nicht unser Hauptaugenmerk sein. Also ich will jetzt hier nicht beigehen, dieses Ding auf unendlich EMC hochprügeln und dann mir hier Items und was weiß ich was her cheaten. Nein, für mich ist erstmal nur diese Uhr maßgeblich gewesen und ja, auf jeden Fall, ich meine, das eine oder andere werden wir damit sicherlich noch umsetzen. Ich finde das halt mega praktisch und ja, wir können uns hier im Notfall, sag ich mal, wenn uns mal irgendwelche Items fehlen, können wir uns hier die easy nachbesorgen, ne? Gegen Einsatz von Ressourcen, die wir sowieso haben und niemals brauchen würden. Ja, und von daher, warum nicht? Es gibt die Mod, sie ist da, sie wurde so geschrieben, wir nutzen es. Ganz einfache Geschichte. Ich finde es mega cool und von daher passt das schon. Gut, dann ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Wenn nicht, Daumen gerne nach unten. Schreibt mir aber bitte dann rein, seid so fair, warum es euch nicht gefallen hat. Schaut bei den drei Jungs vorbei, die freuen sich auch auf jeden Fall. Anjin, unser Neuling quasi hier noch auf dem Server, der baut hinten eine mega geile Hütte, finde ich persönlich. Da haben wir den Moff. Da lohnt sich es auch auf jeden Fall vorbeizuschauen. Seine Hütte ist auch richtig geil, was er gebaut hat. Und Wolle,
dem sein Haus wächst gerade. Ich habe da vorhin mal vorbeigelunzt. Guckt es euch an. Ihr werdet nicht wissen, was ihr dazu sagen sollt. Die ist so unendlich geil. Also die drei bauen hier richtig schön. Und wenn ich mir hier meine Kackfabrik angucke, wie die aussieht. Danke. Ja, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin sprachlos. Bis dahin. Ciao.